Hi Leute, das ist Sano hier. Wenn ihr Bock habt auf ein richtig geiles Sturmgewehrbild, dann solltet ihr euch hier das hier angucken. Hier braucht ihr keine Gearsets für, müsst ihr nicht großartig irgendwas basteln mit irgendwelchen anderen Exotics, obwohl ihr hier locker irgendwelche Exotics einbauen könntet, wenn ihr wollt. Also nur an Ausrüstungsgegenständen, müsst ihr aber nicht, weil es so funktioniert, wie es schon immer funktioniert hat. Neueinsteiger und Wiedereinsteiger werden es eventuell in abgewandelter Form, beziehungsweise Wiedereinsteiger in abgewandelter Form eventuell so kennen. Für Neueinsteiger ist das hier eine Variante, die ja alle Patches überlebt hat quasi und sogar noch ein bisschen verbessert wurde und immer noch absolut zu den Top-Builds gehört. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Abo-Like da, schaut gerne auf Twitch und bei unserem Discord vorbei. Und jetzt werfen wir mal einen Blick drauf. Das Schöne an dem Bild hier ist tatsächlich, dass der Damage nicht großartig aufgebaut werden muss wie in den meisten anderen Builds und dass er hier nach relativ kurzer Zeit sofort zur Verfügung steht in maximaler Höhe und das ist sehr, sehr geil und lässt sich halt besonders, das ist so ein Set, was ich sehr, sehr gerne, ihr seht es hier schon auf dem Rücken, meine Lieblings-Exo überhaupt, die Bighorn. Und die zusammen oder mit der Adler lässt sich das auch wunderbar spielen oder mit jedem anderen Sturmgewehr auch. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Entschuldigt ein bisschen, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Die letzte Woche hatte ich so einen krassen grippalen Infekt, den hatte ich ewig nicht mehr. Also das war echt brutal. Aber ja, wir wuschten uns schon irgendwie da durch, ne? So, werfen wir kurz einen Überblick auf das Bild. Und ihr seht hier, dass das Ganze für die alten Hasen wird es ein bisschen, werdet sofort sehen und schauen, dass es eine klassische Damage-Variante ist, die komplett in Rot gespielt wird, die richtig nice ist, die so ein paar Sachen zulässt. Wenn man hier noch ein bisschen mehr Gas geben möchte, dann kann man das natürlich auch noch tun, das zeige ich euch aber gleich. Ansonsten gehen wir das Ganze mal durch. Passt auf, wir haben hier
drei Teile Providence Defense. Wie gesagt, alles auf rot gerollt. Ne? Schaut mit den Werten, das gucken wir gleich, dass das alles passt. Wie gesagt, drei Teile Providence Defense. Kopfschussschaden, Chance auf Crit, Schaden durch kritische Treffer, drei optimale Offensivwerte, die wir hier haben. Denn anderen Werten anpassend haben wir halt hier Chance und Schaden durch überall drauf. Den Rucksack, den wir haben, ist ein benannter Rucksack von Providence Defense. Das ist das Geschenk. Den bekommt ihr normalerweise nur in der Dark Zone, könnt ihr aber, wie gesagt, über benannte Behälter auch bekommen. Ansonsten reicht es halt in einen normalen Providence Defense Rucksack mit der normalen Wachsamkeit drauf. Ihr verliert hier eine Sekunde, quasi nicht die perfekte Variante. Erhöht den Waffenschaden um genau 25%, wie das normale Talent auch. Die Stärkung wird aber, wenn man Schaden nimmt, deaktiviert. Und das ist bei der perfekten Variante hier. Ist es für 3 Sekunden statt für 4 Sekunden. Heißt, der Damage ist halt einfach schneller wieder da. So, zur Brust. Und dort sage ich euch auch direkt, was da noch gemacht werden kann. Und zwar ist das eine klassische Providence Defense Brust mit Vernichtend. Vernichtend ist eines der stärksten Brusttalente, die es gibt im Spiel. Die besonders geil ist mit schnell feuernden Waffen, mit sei es MPs oder mit Sturmgewehren, weil die haben keine Probleme, das Talent aufrechtzuerhalten. Hierfür brauchen wir kritische Treffer. Dadurch haben wir ein gewisses Maß an Crit-Chance, das wir eh haben sollten in jedem Bild, wenn es darauf abzielt. Deswegen absolut super und sollte ständig aktiv sein. Ne? Dadurch haben wir unsere drei Teile Providence hier abgedeckt. Als nächstes gehen wir zu den Handschuhen und hier habe ich ein paar Grupo-Handschuhe. Grupo, sehr, sehr geil, auch in den meisten Damage-Builds, weil es einfach mit einem Teil schon 15% Schaden durch kritische Treffer gibt. Und das nehmen wir hier natürlich super mit. Die Knieschoner sind von Overlord Armaments, sind benannte Gebet des Fuchses Knieschoner. Der Gewehrschaden interessiert uns nicht, obwohl wir locker an zweiter Stelle ein Gewehr mitnehmen könnten in dem Bild, was definitiv auch super geht. Hier geht es halt alleine darum, dass wir das Attribut Schaden gegen ungedeckte Ziele auf einem Ausrüstungsteil noch drauf haben. Passt natürlich super, ist ein sehr guter Damage Boost on top. Ist auf jeden Fall ein absolutes Must-Have hier in dem Bild. Und zu guter Letzt, und den Kram könnt ihr nur craften, und zwar ist das ein improvisiertes Teil, in dem Fall ein improvisierter Holster. Da kann es sein, dass ihr ein bisschen basteln müsst, bis ihr den so rausbekommt, wie ich den hier habe. Hier hatte ich auch recht viel Glück gehabt mal. Kommen mit normalen Attributen und haben zusätzlich einen Mod-Slot. Dadurch, dass sie keinem Brandset angehören, fehlt da natürlich ein bisschen was. Aber das lässt euch natürlich ein bisschen mehr Spielraum, um da selbst zu basteln. Je nachdem, wie ihr das haben wollt. Sehr, sehr cooles Teil. Damit sind wir mit den ganzen Sachen parat. Die Spezialisierung, die ich gewählt habe, ich bin sie extra nicht angegangen. Es ist vollkommen wurscht, was ihr dann nehmt. Da könnt ihr, worauf ihr Bock habt. Ist scheißegal. So, die Skills, die ich nutze, in dem Fall natürlich ein Schild. Das Schild ganz wichtig in dem Bild, alleine wegen dem Talent Wachsamkeit. Ne, ihr seht hier, der Buff von Wachsamkeit, der deaktiviert sich, wenn man Schaden bekommt. Wenn man mit dem Schild unterwegs ist und das Schild getroffen wird, bekommt man keinen direkten Schaden. Das heißt, perfekte Wachsamkeit oder Wachsamkeit bleibt aktiv. Als zweiter Skill, vollkommen euch überlassen, was ihr macht. Ich habe eine Reparaturdrohne mit dabei, einfach um mich ein bisschen zu reparieren. Muss man aber nicht, kann man auch irgendwas anderes nehmen. Ist auch komplett euch überlassen. So, die Waffen. Fangen wir mit der Zeitwaffe an, mit der Zweitwaffe. Da habe ich einfach eine Vektor, obwohl es halt hier wirklich komplett egal wäre. Wenn es hier erlaubt, könnt ihr halt hier, jetzt habe ich keine dabei. Und dann könnt ihr irgendein Gewehr benutzen, was ganz nice ist. Oder halt, wie gesagt, wie in meinem Fall, einfach eine MP. Das ist egal. Und als Hauptwaffe auch hier, worauf ihr Bock habt. Ne? Ich spiele das Ganze, wie gesagt, gerne mit der Big Horn oder der Chameleon oder der Adler-Trigger. Scheißegal. Oder der St. Elmo. Könnt ihr auch mit der super spielen. Macht da kaum einen Unterschied. Mit dem LMG würde ich das Ganze tatsächlich nicht machen. Also wenn nur mit einer MP oder mit einem Sturmgewehr, da ist das Bild am effektivsten. Oder halt mit einem Gewehr. So, werft man noch einen Blick auf die Werte jetzt. Seht ihr, dass wir hier bei der Big Horn auf genau 50% Chance auf kritische Treffer kommen. 194,9% Schaden durch kritische Treffer. Den Rest seht ihr hier. Mit anderen Waffen sind wir da noch
weitaus höher. So, und dann schauen wir hier unten nochmal kurz, was, ja, was bei dem Ganzen wirklich bei rumkommt. Geht hier Big Hörnchen. Ah, ich muss eigentlich mehr machen, die macht zu viel. So, machen wir benannt. Ihr seht hier, was hier quasi gefüllt aus dem Stand rauskommt, ist einfach nice. Das jetzt das normale Big Hörnchen. Seht, einfach nur mit normalen Kopftreffern. 1,5 Millionen im Bild. Und kannst du mal kritten. 5,2 Millionen mit dem bekommen im halbautomatischen Modus. Ich liebe das Ding. So, für alle, wie gesagt, die Bock haben auf die Adler. Hier, das Ganze mit der Adler. Hoppala. Auch sehr, sehr geil. Ihr seht halt, wie krass die Bighorn performt, ne? Die hat so ein Upgrade bekommen, so geil das Ding. Oder hier mit der St. Elmo. Absolut nice. Worauf ihr Bock habt, könnt ihr alles benutzen. Wie gesagt, aber mein Liebling hier ganz klar, Bighörnchen. So. Und das war's, Leute, von mir. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Bild haltet. Und ich sage, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Danke. Bye.